Josh Cliffords hat das geschafft, was niemand für möglich gehalten hat. Er hat einen Weg gefunden, wie Lebensmittel für uns alle kostenlos werden. Und zwar mit Hilfe von Werbung. Ich hasse Werbung, aber damit können wir Leben retten. Josh stellt alles auf den Kopf und ist momentan wohl einer der gefragtesten Gründer der Welt. Doch mit seiner Idee greift er auch die alteingesessenen Lebensmittelgiganten an. Was glaubst du? Amazon, Cola, Pepsi, die sind alle gerade ziemlich besorgt. Wie kann das alles funktionieren? Warum macht Josh das? Und wie reagieren Menschen auf seine skurrile Idee? Das ist doch nicht gratis. Nichts ist gratis. Eine Geschichte voller Rückschläge, geheimer Milliardengeschäfte. Und einem Mann, der eine ganz persönliche Motivation hat, dass seine Idee funktioniert. Wir reisen in die texanische Hauptstadt Austin. Hier lebt und arbeitet der 37-jährige Josh Cliffords. Zusammen mit seinem Team hat er vor 2 Jahren das Unternehmen Freewater gegründet. Ein Projekt, das gerade alles verändert. Wir schaffen es, dass Lebensmittel komplett kostenlos werden. Schon bald werden alle Menschen auf der Welt Gratisprodukte bekommen. Die Idee dahinter ist eigentlich total einfach. Josh nutzt die Verpackung von Produkten als Werbefläche. Unternehmen können so auf ganz alltäglichen Verpackungen für sich werben. Es ist eine komplett neue Plattform, die über QR-Codes sogar noch erweitert wird. Unternehmen haben dadurch plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Die Werbeeinnahmen finanzieren das jeweilige Produkt komplett und es wird für den normalen Konsumenten gratis. Das funktioniert mit Wasser, Bier, Energydrinks, Wein, Früchten, Chips, jedes Produkt, bei dem ich die Verpackung in Werbefläche verwandeln kann. Und das kommt an. Google, Air France, große Banken und andere Unternehmen aus der ganzen Welt fragen gerade bei ihm an. Und alle reagieren erstmal gleich. Wo ist der Haken? Das ist nur heute gratis, oder? Und wir so, nein, das ist immer gratis. Das kapieren sie normalerweise nicht. Deshalb müssen wir das von Anfang an erklären. Die Geschichte beginnt im Jahr 2015. Josh arbeitet in Los Angeles als Fitnesstrainer und lebt ein ganz normales Leben. Doch das wird ihm irgendwann zu langweilig. Und er entscheidet sich, einem alten Traum nachzugehen. Der Plan war ein Trip um die ganze Welt. 100 Länder in 4 Jahren. Nach ungefähr 8 Monaten bin ich nach Rom gekommen und habe da 2 Geflüchtete aus Nigeria getroffen. Die haben mir erzählt, dass sie ihr Land verlassen mussten, weil sie dort kein Geld für Essen, Trinken oder Medizin hatten. Und da habe ich mich schlecht gefühlt, weil es so vielen Menschen so geht, nicht nur in den Straßen von Rom. Ich habe mir gedacht, das muss man doch irgendwie lösen können. Josh bricht seine Weltreise ab. Er möchte herausfinden, warum Grundnahrungsmittel so teuer sind und wer momentan daran verdient. Mit Lebensmitteln wird weltweit ziemlich viel Geld gemacht. Es ist ein lukratives Geschäft, das von wenigen mächtigen Konsumgüterkonzernen beherrscht wird. Seit Jahren machen diese Konzerne Milliardengewinne und können vorgeben, wie viel die Konsumenten für Lebensmittel zahlen. Bei vielen alltäglichen Supermarktprodukten sind die hohen Preise aber nicht unbedingt gerechtfertigt. Beispiel Mineralwasser. Zahlreiche Firmen verkaufen Trinkwasser in Flaschen. Denn hier ist die Marge besonders hoch. Im Jahr 2013 gab es Berichte, dass Nestlé in den USA aus einer Ladung gewonnenen Wassers, die den Konzern $10 kostete, satte $50.000 Umsatz erzielte. Ein Milliardengeschäft, das auch andere Unternehmen nutzen. Das macht keinen Sinn. Der ganze Markt ist nicht kaputt, der ist einfach Schwachsinn. Das muss man ändern. Ich habe das meiner Mutter erzählt und sie meinte nur, hey, du musst einen Weg finden, wie Lebensmittel komplett gratis werden. Um das zu erreichen, sucht Josh nach anderen Vorbildern, die heute schon kostenlos sind. Und die findet er auf seinem Handy. Facebook, Instagram, WhatsApp, Google.
All diese Plattformen sind für uns Konsumenten gratis. Bezahlt werden sie durch Werbung. Und das so gut, dass Firmen wie Meta oder Google jahrelang Milliardengewinne erwirtschaftet haben. Der Werbemarkt hat ein riesiges Potenzial. Bis zum Jahr 2024 soll das weltweite Werbebudget von Unternehmen auf mehr als 861 Milliarden Dollar ansteigen. Das Schöne bei Werbung ist, je mehr Leute du erreichst, desto mehr Geld bekommst du. Und jeder braucht doch Getränke, jeder braucht Essen. Das ist die perfekte Werbeplattform. Damit kannst du jeden erreichen. Ich weiß noch, ich habe mir gedacht, hey, wir könnten doch was auf Verpackungen drucken. Ich habe morgens auf eine Müsli-Box geschaut, ich habe mein Handy in meiner Tasche gespürt und alles ist irgendwie zusammengekommen. Die Verpackung wird unsere Werbefläche. Josh fängt an, alles durchzurechnen und einen Plan aufzustellen. Und der funktioniert so. Unternehmen, die auf den Lebensmittelverpackungen werben möchten, zahlen Josh einen bestimmten Betrag. Durchschnittlich 1 Euro pro Produkt. Josh designt dann die Werbungen und gibt den Auftrag an lokale Produzenten weiter. Die stellen das Produkt für ihn her und drucken das Werbelabel auf die Verpackung. Danach verteilen verschiedene Lieferteams die Gratisprodukte in den Regionen, die das Unternehmen vorher ausgewählt hat. Die Unternehmen bekommen so zielgerichtete Werbung, die jeder nutzt. Die normalen Menschen, Gratisprodukte und auch Josh verdient daran. Die Werbeeinnahmen, die ich bekomme, sind viel höher als die Kosten für fast jedes Lebensmittel. Damit kann ich die Produktion, den Vertrieb, eine Spende, den Lohn und unseren Gewinn bezahlen. Josh glaubt, die Milliarden-Dollar-Idee gefunden zu haben. Er ist so sehr davon überzeugt, dass er sich direkt bei einer großen amerikanischen TV-Show anmeldet, um Investoren zu gewinnen. Danach haben mir so viele gesagt, dass ich verrückt bin, dass das nicht möglich ist, dass man Sachen nicht gratis machen kann und dass ich aufgeben soll. Ich habe alles schon gehört. Und auch bei anderen Investoren, egal ob in London, Deutschland oder in Silicon Valley, die haben mir gesagt, Leute sollen mehr zahlen. Mir egal, ob du die beste Qualität hast, nur Obdachlose wollen Gratisprodukte. Joshs Idee ist gescheitert. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und steht plötzlich wieder ohne alles da. Ich war sehr arm. Ich habe all mein Geld in das Projekt gesteckt. Geschlafen habe ich auf einer benutzten Matratze, die ich für 25 Dollar bekommen habe. Das waren sicher nicht die schönsten Zeiten. Seinen Job als Fitnesstrainer hat Josh längst gekündigt. Um sich noch irgendwie über Wasser halten zu können, arbeitet er als Uber-Fahrer. Ich bin gerade Uber gefahren und habe dann einen Anruf bekommen und erfahren, dass meine Mutter gestorben ist. Sie war krank, aber wollte nicht ins Krankenhaus. Sie hat dem Notarzt gesagt, dass sie es sich nicht leisten kann, krank zu sein, weil sie so viele Rechnungen bezahlen muss. Und das war für mich so traurig, weil ich ja gerade dabei war, so viele Sachen gratis werden zu lassen. Damit hätte sie nie das Problem gehabt, das ja auch Millionen andere Menschen haben. Da ist mir klar geworden, ich muss diese Idee umsetzen. Ich muss mich beeilen und noch viel härter arbeiten. In genau diesem Moment entscheidet sich Josh, wieder all seine Energie in das Projekt zu stecken. Er möchte, dass niemand mehr, so wie seine Mutter, wegen grundsätzlichem Geldsorgen hat. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die scheitern und dann aufgeben und die, die weitermachen. Und wenn du Erfolg haben willst, darfst du einfach nicht aufgeben, oder? Josh legt ohne Investoren oder Kunden mit seinem Projekt los. Mit einem geliehenen Drucker produziert er einfach selbst Werbungen. Er steckt sein letztes Geld in tausende Bierdosen und klebt darauf seine Fake-Werbung. Josh möchte die Menschen auf der Straße überzeugen, damit so auch die ersten Unternehmen auf ihn aufmerksam werden. Mit seinen ersten Gratisprodukten macht er sich auf den Weg zum Supermarkt um die Ecke. Vor dem Supermarkt war eine lange Schlange. Ich bin dann mit den Bierdosen, auf die ich die Werbung gedruckt habe, zu den Leuten gegangen. Das war total illegal, aber da war gerade keine Polizei.
und habe ihnen gesagt, hier ist ein Gratisbier. Was denkt ihr? Was denkt ihr darüber, Gratis-Lebensmittel zu bekommen? Was denkt ihr darüber, dass da Werbung ist? Und alle waren begeistert. Durch die Aktion vor dem Supermarkt findet Josh die ersten Unternehmen, die mit ihm zusammenarbeiten wollen. Sie bezahlen ihn dafür, dass er ihre Werbung auf verschiedene Getränkeflaschen drucken lässt und die dann in der Öffentlichkeit verteilt. Endlich hat Josh seine ersten Kunden. Auch ohne große Investoren. Die eigene Garage ist damals noch das Lager. Und das Privatauto, der Lieferwagen. Das erste Mal seit langem ist Josh auf der Erfolgsspur. Immer mehr Menschen werden auf ihn und sein kurioses Projekt aufmerksam. Und wollen sogar für ihn arbeiten. Mit Jacob und Albert hat er seine ersten beiden Mitarbeiter gefunden. Das war mal was komplett anderes. Und ich mag solche Dinge. Gratisprodukte, da sagt doch niemand nein. Ich kam gerade von der Uni und wenn man mir gratis Bier oder gratis Pizza angeboten hätte, würde ich es sofort nehmen. Es gibt schon so viele Sachen, die gratis sind, weil sie komplett mit Werbung finanziert werden. YouTube, Facebook, Google, ich habe mir gedacht, es würde doch Sinn machen, wenn wir diese ganzen Plattformen auch für uns nutzen würden. Seine Mitarbeiter bringen Josh auf die Idee, die damals neue Plattform TikTok zu nutzen, um ihr Unternehmen bekannter zu machen. Ich meinte nur, was soll das denn sein? Ja, lass uns so ein Video produzieren. Es haben 50.000 Leute in den ersten Stunden gesehen. Auf einmal haben mir so viele Menschen geschrieben und ich habe mir nur gedacht, woher kommen die denn alle? Und dann habe ich gemerkt, die kommen von diesem TikTok-Video. Da wusste ich, irgendwas kommt gerade auf uns zu. Und dann ist was Großartiges für unser Unternehmen passiert. Es ist der Durchbruch. Josh und seine Idee werden durch die TikTok-Videos über Nacht weltberühmt. Er wird in Talkshows eingeladen und bekommt in den sozialen Netzwerken Millionen Follower. Jeder möchte plötzlich Teil der Bewegung sein. Der Erfolg sorgt dafür, dass Unternehmen und Investoren endlich anspringen. Aus der ganzen Welt bekommt Josh mittlerweile Buchungen. Sie alle wollen, dass ihre Werbung auf die Lebensmittelverpackungen gedruckt wird. Sein Masterplan geht auf. Die Produktion der Getränke hat er an lokale Industrien im ganzen Land abgegeben. Hier werden dann auch die Werbelabels auf die Verpackung gedruckt. Auch andere Produkte wie Tiefkühlpizzen, Schokolade und Früchte gehen bald in Produktion. In Zukunft werden sie dann in extra gebauten Supermärkten und Straßenautomaten angeboten. Über eine App soll jeder Mensch täglich eine bestimmte Anzahl an Gratisprodukten bekommen. Bis es soweit ist, verteilen Lieferteams in mehreren Städten die Produkte direkt an die Menschen. In Austin machen das Josh und seine beiden Mitarbeiter noch selbst. Like a free water? Yeah, so we use the packaging as advertising space. Well, like a free water? Would you like a free spring water? Und die Idee kommt ganz offensichtlich an. Nach ein paar Minuten möchte plötzlich jeder ein Gratisgetränk haben. Ich kenne sie von Instagram. Ich wusste schon, was das ist. Aber ich find's echt cool. Das könnte so viele Hungerprobleme und Unsicherheiten lösen. Großartig. Da kann ich mir Geld sparen. Für Unternehmen ist das doch eine super Möglichkeit. Wenn ich trinke, lese ich ja automatisch die Werbung. Das ist wie Internet- oder Fernsehwerbung. Aber ich bekomme dafür ein Produkt. Und genau das ist es, was die Idee so besonders macht. Josh hat es geschafft, dass Menschen durch die Gratisprodukte gerne Werbung konsumieren. Und die Unternehmen profitieren davon, dass sie plötzlich viel mehr wahrgenommen werden. Doch am wichtigsten, Josh hat seinen Ursprungsgedanken nicht vergessen. Die Einnahmen durch die Werbung sind jetzt schon so hoch, dass er in Afrika mehrere Wasserbrunnen bauen und so schon knapp 3000 Menschen Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen konnte. Und je mehr Gratis-Lebensmittel er verteilt, desto mehr Menschen kann er helfen. Deswegen kommt er mit seiner Idee auch bald zu uns nach Deutschland.
Gratis Bier wird in Deutschland zu den ersten Produkten gehören. Ich war in Deutschland und ich liebe deutsches Bier. Und ihr Deutschen liebt es ja auch, also gibt es bald Freibier. Freibier. Sorry for butchering that. Thank you. Josh Cliffords Geschichte zeigt, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann. Auch wenn am Anfang niemand an einen glaubt. Seine Idee wird gerade über das Internet in die ganze Welt getragen. Und so kommt Josh seinem Traum immer näher, dass Lebensmittel bald für alle kostenlos sind.